Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Und ja, im Moment sieht es doch recht gut aus. Wir haben da ein paar gute Talente jetzt uns geschnappt. Was eben noch stört, ist, ja, also wir haben hier die beiden auf jeden Fall als Stürmer. Wir haben Januzaj, wie auch immer richtig ausgesprochen wird, als RA/RM. Also RA ist er halt auch ganz gut. 73er Stärke. RM hat er auch 73, aber er ist nicht ganz so eingespielt. Deswegen gucke ich gerade nochmal. Ach, genau. Deswegen setzen wir ihn mal als Rechtsaußen rein. Als Rest nur wichtige Fähigkeiten. Und da denke ich mal, können wir erstmal mit den Flanken was machen. Und das Dribbling. Dribbling sieht sehr gut aus. Gehen wir hier zwei runter. Weil das ja der Tipp ist. Und Beweglichkeit. So, das wären hier drei. Und das auch. Dann haben wir noch Timo Werner. Ich glaube, den habe ich noch nichts gegeben. Was hat er denn? Er hat Sturm eingespielt. Er ist links außen noch eingespielt und er hat im Sturm bessere Fähigkeiten. Okay. Rechts außen ist er nicht ganz eingespielt. Deswegen minus zwei dort. Ist aber genauso gut wie als wie der links außen. Deswegen geben wir ihn. Um das nochmal einzuspielen. Der ist doch rechts nicht eingespielt, ne? Das müsste doch hier rechts im Mittelfeld. Rechts außen, da haben wir es. Das müsste ja recht flott gehen. Und der Rest ist Schusskraft, Volley. Vielleicht auch die Schnelligkeit, ja. Und Antritt. Trainiert er das mal. Und die machen wir alle auf 3 dazu. So. In unserer Jugendmannschaft haben wir da noch irgendwas, was wir da machen könnten. Lieske, ja, der muss wieder fit werden. Der hat keinen passenden Mentor. Wir haben uns. Da ist doch noch irgendwas schwebend, nicht wahr? Meine Güte, haben wir hier viele Spieler, die alle weg müssen. Habe ich auch alles eingetragen, oder? Info. Transferstatus. Auf Transferliste setzen, ja. Okay. Wir gehen aber kurz auf die Verträge. Und lassen mir jetzt alle anzeigen aus der zweiten Mannschaft. Jetzt würde ich mir eigentlich gerne. Na gut, sortiere ich das mal hier nach Talent. Dann würde ich gerne ihn hier. Stürmer. Zwei Sterne. Transferstatus ändern zum Verkauf. Dann er hier, Thomas Bobel, 39, den kann ich wahrscheinlich nicht verkaufen. Nein, der endet wahrscheinlich seinen Vertrag, oder endet überhaupt. Yeldel, vielleicht mal nur die zweite Mannschaft uns anzeigen lassen. Da haben wir ihn hier. Und Niklas Lomb. Ja, vielleicht als Ersatztorwart. Ja, die sind alle hier auf der Bank. Ich denke mal, das ist schon in Ordnung. Unverkäuflich, ja. Genau, dann müssen wir nochmal was anpassen. Hier bei dir. Alle Spiele automatisch versichern. Ich würde gerne eigentlich nur jetzt von einem einzelnen Spieler eben das ändern. Minimale Ablöse. Transferstatus ändern. Genau, aber sonst kann ich da nichts machen, ne? Ja, okay. Okay, Wechsel. Zukünftige Wechsel. Herrn Daddyok, genau. Und Kadernominierung. Okay, lass mal weiterlaufen. Ja, damit war zu rechnen. Lewandowski geht zu Bayern München. Für 19 Millionen. Jugendspieler entdeckt. Wir entdecken immer wieder welche, ne? 8 Sterne. Sieht sehr gut aus. Nehmen wir. Ein Türke. Kann aber auch Deutsch, ne? Ja, genau. Egemen Arif. Ist er ein Flügel? Offensiver ist er hauptsächlich. Okay, 60. Aber als L hat er bessere Fähigkeiten. Als Linksspieler. Ja, natürlich. Dich nehmen wir. Ibisevic fällt aus. Das ist aber ein Pech. Kai
Fose, ja, nö, ja, okay. Dann gehen wir mal in die erste Mannschaft reingucken. Okay, zweite Mannschaft. Die hatten jetzt ja ein spezielles Training für die Fitness, nicht wahr? Haben wir zweite Mannschaft. Nochmal, Fitnessmittel. Aha. Da sind noch andere Sachen mit dabei. Bisschen noch Regeneration. Gut. Jo, okay, dann lassen wir das mal weiterlaufen. Kommt ja nämlich bald der letzte Tag. Hier der 31. Gehen golfen. Die ist total fröhlich. Ja, das sieht auch in Ordnung alles aus. Da müsste ich vielleicht noch meiner Jugendmannschaft jetzt dem noch mal ein paar Trainingsziele geben, den wir da jetzt neu haben. Das war doch einen... Wo haben wir ihn denn? War das schon in der ersten? Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie alt er ist. Egemann oder so hieß er, ne? Egemann. Sehe ich jetzt hier noch nicht. Kommt wohl gleich, kommt wohl. Na gut. Talentscout. Sie haben einen Erfolg in der Kategorie Talent, Transfers geschafft. Talentscout. Werben Sie einen Jugendspieler von einem anderen Verein ab. Oh. Austria Wien ist interessiert. Kai Fuser, der auf der Buchliste steht, wird mit dem Austria Wien. Okay. Ausbildungsentschädigung. Okay. Ist jetzt im Kader bei der zweiten Mannschaft. Okay. Daddy Jock hat Trainingsziel erreicht. Können wir hier den Assistenten mal hinmachen. Brand. Sehr schön. Da können wir mit dem mal sprechen. Ich hoffe, du wirst hier glücklich. Und ich würde den gerne auf der linken Position spielen lassen. Auch wenn Dürholz, ja. Wo kannst du denn noch spielen, Julian? Als Stürmer? Links außen. Stürmer ist nicht so gut. Er ist eher der Flügelspieler, ne? Okay. Dann gucken wir mal da. Erstmal nur die wichtigen Positionen. Oder die wichtigen Sachen. So wie Flanken. Oh Mann. Ballkontrolle. Dribbling. Beweglichkeit. Das sind schon mal ganz wichtige Sachen. Und dann machen wir hier mal ein bisschen Schnelligkeit dazu. Und da lasse ich das auf 5. Okay. Lomp ist immer auf dem Dings. Lauri spielt hier auch. Wunderbar. Der Schuhmacher macht das ordentlich. Ja, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Sieht auch schon spitze aus. Die Form kommt jetzt auch bei allen Spielern wieder. Ich würde ihn gerne noch drinnen haben. Auf dem... Obwohl, ja, doch, eigentlich schon gerne. 69, Robbie Cruz ist ein bisschen besser drauf. Aber wenn wir uns ihn nochmal hier anschauen, er hat richtig gute Werte, ne? Als RM 73, RA 73, OM 72, Hängespitze 73, Sturm 71. Und dann fehlt es halt nur noch an der Eingespieltheit, ne? Hier zum Beispiel, minus 2 wegen Eingespieltheit 98%. Ist ja schon krass. Wenn du nur 80% hast, ist da minus 20 Stärke drin. Hier minus 6 bei 93 Eingespieltheit. Okay. Also er wird da sicherlich als RA gut was machen können, ne? Wie ist das bei Robbie Cruz? RA hat er Fähigkeit 72. Ist eingespielt, Grundstärke 72, Selbstvertrauen 0, optimistisch 1, Form plus 1, sind 74. Das heißt, im Prinzip ist er hier von seinen Werten stärker, ne? Grundstärke 69, wegen der Erfahrenheit. Von den Fähigkeiten ist er schon stärker als Robbie Cruz. Sollte man überlegen, vielleicht sogar in dem Gesichtspunkt vielleicht sogar Robbie Cruz noch zu verkaufen? 4 Millionen Marktwert. Wäre natürlich Ablöse 50.000 von Victory zu Düsseldorf und dann für 1,5 Millionen zu Bayer. Mhm. Okay, ein Vertrag bis 2016. Aber ich mag Robbie Cruz. Ich mag den gar nicht verkaufen. Mano. Also, wenn wir ihn verhökern würden, hätten wir vielleicht ein paar Millionen mehr. Dann wären wir vielleicht bei 12.
Sind hier 6,3? Ja, für 6 Millionen vielleicht? Keine Ahnung. Aber was könnten wir uns dann holen? Nochmal kurz bei den Transfers geguckt. Spielesuche. Was sehen wir denn hier? Hier sehen wir nichts. So, David Alaba, ja. 20 Millionen, aber der ist nicht verfügbar. Stavlidis, ja, wir haben da auch einen sehr guten. Also, ich glaube, der hat auch das Potenzial, der kann noch richtig gut werden. Meine Meinung ist erstmal, wir lassen den Kader so. Die werden jetzt hier mal schön ein- und ausgewechselt. Eventuell, damit er mehr spielt, auch in die zweite Mannschaft versetzt. Da haben wir Ricardo Soares. Da könnten sie sich theoretisch mal abwechseln, dass man die ein bisschen rüberschiebt. Also zwischendurch mal eben einen Auftritt gibt. Ja, das machen wir so. Machen wir das so. Das heißt, Stuttgart ist unser nächster Gegner. Reinhardt ist wieder fit, sagt er hier. Ginter im defensiven Mittelfeld. Genau, Levin Öztunali. Bönisch. Ich möchte aber doch lieber ihn hier spielen lassen. Das heißt, er dahin. Emre Can, Kroos, Wollscheid, Spajic. Spajic habe ich auf die Liste gesetzt, oder? Ja. Eventuell kommt da ja noch eine Anfrage. Dann können wir nämlich Öztunali da reinsetzen für Spajic. Dann haben wir hier die zwei. Ginter. Genau, also wir haben jede Menge Spieler. Also das ist kein Problem. Da haben wir jede Menge Auswechselmöglichkeiten. Donati und eben ihn hier. Timo Werner auf der Bank. Gut. Kein verletzten Spieler mehr. Wunderbar, so ist das schön. Scouting, Ludgers, Piazon. Da müssen wir bei den Scouts echt nochmal gucken, ne? Da ist noch nicht alles durch, oder? Haben die noch was? Ja, guck mal an. Ferienkämpfe anstellten. Jo. Die Mitarbeiter auch nochmal geguckt, dass die immer weiter geschult werden. Ja, da können wir welche auf den Lehrgang schicken. 2 für 20.000. Gut. Merchandising, das können wir auch bald ausbauen. So, jetzt kommt der letzte Tag hier, ne? Gut, starten wir mal, was wir da kriegen. Philipp. Oh. Er ist 28. Aber 2,9 Millionen wäre für uns ist natürlich schon nicht so günstig, ne? So, was haben wir denn hier? Sebastian Hirsch von Holstein Kiel wird angefragt. Wir gehen mal hier runter. So, die gehen mal mit ihren Forderungen hoch. Wir gehen mal auf Millionen. So, Marktwert. Wir gehen mal hier doch ein bisschen runter. Irgendwie unsere Kleinspieler hier mal wegkriegen. Boah, die gehen mit der Forderung hoch. Und wieder runter. Da der erste, der da verkauft wird. So, mal auf 80 hier runtergegangen. Marktwert beide bei 75. Also wenn sie uns den ein bisschen schenken. So. 9,25. Nee, Freunde, da ist nichts. Also ich gehe auf das. So, jetzt haben wir 18 Uhr und 19 Uhr. Ja, kommt. Ich gehe mit dem Preis runter, ne? Ich verkaufe die schon fast unter Wert. So, Einigung erzielt, haben wir die raus. Keine Einigung. Jo, sehr gut. Bei 8 Millionen habe ich eh nicht. Wir haben zwei Spieler verkauft. Zwei junge Spieler, ein RA und ein Stürmer, die halt auch nicht so großes Talent hatten. Ja, aber das ist für die Mannschaften hier super. Also, Sebastian Hirsch ist ein guter Spieler aus der Sicht von Holstein Kiel. Okay. Thomas Müller ist hier der beste Mann. Mann. 84er Stärke, 9 Talentsterne. 37,8 Millionen Marktwert. Komisch, dass Götze dahinter ist. Aber der entwickelt sich natürlich auch jetzt bald weiter. Also da ist alles zu holen noch für die. Draxler, Reus. Und dann kommen unsere. Bender, Ginter. Leno, Kiesling. Son, Emre Can, Toprak. Super. So, das war's erstmal dazu. Und dann müsste jetzt das Spiel kommen, ne?
Das Fehlmark ist geschlossen. Scouting ist abgeschlossen. Donati ist über den Weggang seines Freundes Stocksauer. Und ich habe ja auch keine Lust, mich hier länger zu bleiben. Ich werde meinen Vertrag auf keinen Fall mehr verlängern. Das steht heute fest. Er verliert 10 Moralpunkte. Aha. Weiß ja keiner, dass der mit dem befreundet ist. Das war irgendwie für mich neu. Weil unter Freunden? Da war nur einer mit einem Freund. Wenn wir mal kurz gucken bei der Teamdynamik. Freunde sind nur eben die beiden gewesen. Der Rest wurde nicht angezeigt. Jetzt plötzlich hat er einen Freund. Ja. Er hat bis 2017 den Vertrag. Okay. 60.000 und das. Okay. Erste Mannschaft kurz mal angeguckt. Sieht fast gut aus. Ein bisschen frische, ne? Das heißt, wir gehen mal ins Training und holen mal hier 2 Regenerationseinheiten. Genau. So. Torhüter ist tralala. Die machen hier ihre Dinger. Zweite Mannschaft, wie sieht es hier aus? Oh ja, doch ganz gut, ne? Die haben zwischen Fitness und Frische ein bisschen was gemacht. Da wird wieder aufgestockt. Julian Brandt ist da auf der Bank. Der wird hoffentlich auch eingewechselt. Was sind hier die weiteren Ergebnisse? Ein Aufstiegsplatz in die Dritte. Das ist sehr gut für uns, wenn die einen Aufstiegsplatz in die Dritte haben. Wie sieht es mit der Infrastruktur aus? Noch 2 Tage. Dann sind Fitnessparcours und Wellnesszentrum fertig. Das ist sehr geil. Das können wir gut gebrauchen. Alles, was Fitness und was Training alles besser macht, ist spitze. Bessere Umgebung gleich bessere Spieler oder schneller bessere Spieler. Das ist sehr schön. Dann bin ich erstmal hier durch, denke ich. Wir können mal einen Tag weitermachen. So. Top-Transfers. Ron-Robert Zieler geht zu Schalke 04. Der war bei Hannover, ne? Richtig? Jo, bei Hannover. Für 10,5 Millionen. Der ist von Man United ablösefrei gegangen. Erstmal von Köln nach ManU für 100.000. Nicht vorhanden, ablösefrei. Nochmal ManU. Okay. Und dann hat ManU ihn abgegeben. Ja. Guter Spieler. Und Sebastian Rode von Eintracht Frankfurt zu Stuttgart. Auch ein guter Spieler. Oh, perfekt. So, nächstes Spiel. Leverkusen gegen Stuttgart und das wird natürlich ein 3D-Match. Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Ich hoffe, die Frankfurter gewinnen da und hauen den Bayern mal ein paar Punkte weg. Wäre schön zumindest. Schalke gegen Wolfsburg und wir gegen Stuttgart. Heißt, ein Kampf, den wir da führen müssen. So, 4 Nachrichten noch kurz gecheckt. Mitarbeiter sind zurück. Jo, und Lukas Pierson weiter gescoutet. Jawohl. Unsere Scouts, haben die irgendwas noch zu tun? Ja, guck mal an. Trainerschulung abhalten. Jugendsponsoren, Dingsbums. Und das. Also wir kriegen dank unserer mega krassen Scout-Geschichte hier jede Menge Jugendspieler, die auch irgendwann mal gut bei uns spielen können. Hoffe ich zumindest. Schaut es euch mal hier an. Wir haben doch jetzt hier einen neuen gekriegt. Ein Türke. Da ist er. Er spielt natürlich jetzt hier im Sturm, weil das ist eigentlich gar nicht seine Position. Der muss natürlich... Ist gut. Okay, keine Sonderbetreuung übrig. Hat er vielleicht irgendwie Möglichkeit? Nee, hat er nicht. Aber wir können ihm noch die Trainingsziele geben. Und ich sag mal, an dieser Stelle hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's auch erstmal mit dem Fußballmanager 14 und Bayern 04 Leverkusen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann vergesst auch nicht, uns zu abonnieren. Interessant könnte für euch sein unsere Facebook-Page, denn da haben wir immer aktuelle brandheiße News. Geht dazu einfach auf facebook.com/zockerdudes. Ja, das soll es doch erstmal gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen.